Lautes Reden, Lachen und zahlreiche bunte Punkte fallen auf, wenn man den Parcours betritt. Denn es handelt sich nicht um die klassische Berufsorientierung, bei denen sozusagen der Job vorgestellt wird, sondern um ein Finden der persönlichen Neigung. Und das kann durchaus beim Aufräumen im Irrgarten oder auch auf der Bühne passieren. Ja, also es geht in erster Linie darum, das Selbstwertgefühl der Jugendlichen zu stärken. Also sie sollen erfahren, ja, dass sie selbstverantwortlich sind für ihre Zukunft, und wir geben einen ersten Anstoß, sich mit der eigenen Zukunft auseinanderzusetzen. Das Projekt ist auf Jugendliche aus Ober- und Förderschulen zugeschnitten, klassisch also die Schülergruppen, die später eine Ausbildung anstreben. Neu dabei ist, dass man hier Siebtklässler als Zielgruppe gewählt hat. Das ist eigentlich der entscheidende Zeitpunkt für Kinder und Jugendliche, sich eigentlich ganz konkret auch mit den Fragestellungen eines Berufes auseinanderzusetzen. Das Betriebspraktikum steht vor der Tür, und wir möchten auch, dass sie hier ein paar Ideen oder auch vielleicht Stärken herausarbeiten, die sie dann auch nutzen können, um sich einen entsprechenden Praktikumsplatz auch auszuwählen. Abwanderung und Fachkräftemangel sind natürlich auch im Landkreis Bautzen ein Thema. Großindustrie ist kaum vorhanden, eher der Mittelstand mit seinen manchmal nur 1 bis 2 Azubis. Hier will man ansetzen, um den Nachwuchs in der Region zu halten. Ja, der Landkreis hat ja seit letztem Jahr eine Berufs- und Studienorientierungseinrichtung geschaffen. Wir arbeiten jetzt mit verschiedensten Partnern zusammen, haben gemeinsam in diesem Jahr ein Leitbild erarbeitet. Und das sind jetzt erste konkrete gemeinschaftliche Projekte, die daraus erwachsen sind. Und da wollen wir uns testen, wollen wir sehen, wie kommen die an. Wir werden die insbesondere natürlich auch von den Kindern und Jugendlichen in Anspruch genommen. Es hilft uns wenig, wenn wir die Projekte toll sind, aber die Kinder hinterher sagen, mir hat es nicht viel gebracht. Und deswegen ist es hier mal ein Start-up. Und wenn es uns gelingt, weitere Partner zu finden, wollen wir das eigentlich auch landkreisweit dann initiieren und umsetzen. Die Chancen, in der Region eine Ausbildung zu absolvieren und danach auch einen Job zu finden, sind so gut wie lange nicht. Nun muss nur noch das Wissen dazu kommen, was es genau sein soll.